Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten zu Jesus: Die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen: Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen auch noch ein Gleichnis: Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid. Denn das neue Kleid wäre zerschnitten, und zu dem alten Kleid würde das Stück vom neuen Kleid nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen. Denn er sagt: Der alte Wein ist besser. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der alte und der neue Wein. Worin liegt er? Ich denke, er liegt gerade im Herzen Jesu. Der alte Wein, das Alte Testament, Gott ist da, aber doch in einer gewissen Distanz. Er sorgt für sein Volk, er liebt sein Volk. Und er liebt es auch mit einer Leidenschaft, die schon das Herz Jesu ankündigt. Aber doch, dieses wirklich arme, menschliche Herz ist uns erst in Jesus gegeben, dass uns die Barmherzigkeit Gottes bewusst werden lässt, dass uns einlädt, so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Das Herz, das sich verwunden lässt von den Sünden der Menschen und diese Verwundung und den Schmerz bewusst trägt, um Sünde zu leisten. So sind auch wir gerufen, am Herzen Jesu Zeit zu nehmen. Das ist der Bräutigam. Solange er da ist, werden wir uns freuen. Jesus sagt, dann werden wir nicht fasten. Aber genau das ist es ja in unserer Zeit, dass viele Menschen Gott nicht lieben, dass sie nicht die Nähe des Bräutigams ihres Herzens, ihrer Seele suchen. Wir vermissen das Wirken des Herrn in dieser Welt in vielfältiger Weise. Und wir sind gerufen zu fasten, zu beten, zu opfern, zu sühnen, damit unser Bräutigam wiederkommt, damit der Herr stärker wirkt in dieser Welt, damit sein heiligstes Herz seine Macht entfaltet. Es ist ein Herz und kein Automat. Es will geliebt werden. Es ist eine Beziehung.
Das ist eben dann wieder der alte Wein. Und das alles funktioniert, wenn man nur die Vorschriften erfüllt, die Gebote und alles ist in Ordnung. Und man ist sozusagen auf der sicheren Seite. Aber bei uns soll es aus entflammtem Herzen sein. Dass in uns die Liebe regiert. Und wir von dieser Liebe bewegt, alles tun. Und so sind wir auch im Herzen bewegt, ob der Gegenwart des Herrn oder eben vom Vermissen seiner Gegenwart. Und das ist das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht kennen. Dass das Herz Jesu uns bewegt und wir ihm nachfolgen. Amen. Vergelt's Gott.